Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Wochenschau. Aktuell läuft gerade die Jobbörse Oldenburger Münsterland. Dieses Mal in Kloppenburg in der Münsterlandhalle. Schüler können sich dabei über 200 verschiedene Ausbildungsberufe informieren. Und auch wir von der OV sind dort mit einem Stand vertreten. Meine Kollegin Janina Patterson, die erzählt uns jetzt mehr dazu. Hallo ihr Lieben, normalerweise sitze ich ja als Volontärin in der Redaktion in Vechta, aber heute habe ich meinen kuscheligen Platz da getauscht, um hier auf der Jobmesse in Kloppenburg junge, angehende Journalisten zu beraten, was sie am besten machen können und wie sie am besten in den Beruf einsteigen. Und ich habe mir gedacht, am besten schaue ich mich hier jetzt nochmal selber um. Bei den mehr als 160 Ständen geht es natürlich nicht nur um trockene Theorie. An vielen kann man auch praktisch erleben, ob Aspekte eines Jobs zu einem passen oder nicht. Und ich habe mir jetzt hier mal diese schöne Nagelbank ausgesucht und guck mal, ob ich handwerklich irgendwas drauf habe. Und bis Sonnabend um 17 Uhr ist die Jobbörse geöffnet. Der Eintritt ist frei. Nach der Siegesserie nun doch die erste Niederlage. Gegen die Kirche am Neitz macht der Raster Vechta keine so gute Figur. Doch wir schauen jetzt nach vorne, zusammen mit meinem Kollegen Carsten Boning, denn der stimmt uns auf das nächste Spiel ein. Kehren die Basketballer von Raster Vechta in die Erfolgsspur zurück? Gibt's für die Alarmstufe Orange etwas zu feiern? War die Niederlage gegen Kirchheim nur ein Ausrutscher? Kann Joshua Young das erste Mal für Raster spielen? Fragen über Fragen. Die Antworten dazu gibt's am Samstag, wenn Raster Vechta bei den Hamburg Towers aufläuft. Um 19.30 Uhr gastiert der Tabellendritte in der Inselparkhalle im Stadtteil Wilhelmsburg. Rund 350 Fans werden Raster Vechta zum dritten Auswärtsspiel der Saison in der zweiten Bundesliga Pro A begleiten. Unter der Woche gab es gute Nachrichten für Trainer Andreas Wagner. Joshua Young, der lange am Knie verletzte US-Point Guard, konnte erstmals ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob er am Samstag spielen kann, ist allerdings noch offen. Wir müssen abwarten, wie das Knie die Belastung aushält, sagte Andreas Wagner im OV-Vorschaugespräch. Dreh- und Angelpunkt bei den Hamburg Towers ist ein junger deutscher Aufbauspieler. Basumana Kone spielt bislang eine, Zitat Andreas Wagner, Wahnsinnssaison. Mit 18,8 Punkten ist Kone aktuell der zweitbeste Scorer der zweiten Liga Pro A. Ihn gilt es, in den Griff zu kriegen. Und gleich geht es weiter mit Videos über den Erstsemesterstart an der Uni Vechta und wir zeigen, warum ein Zahnarzt-Ehepaar aus Damme vor kurzem ganz schön aus dem Häuschen war. Die OV Digital für 7 Tage kostenlos lesen. Mit dem OV Digital Abo und der neuen OV App bekommt ihr jederzeit die neuesten Nachrichten aus der Heimat direkt auf Smartphone oder Tablet. Einfach in der App oder unter www.ov-digital.de freischalten. Ohne Verpflichtung oder Kündigung. Jetzt schnell sein, denn diese Aktion läuft nur noch bis zum 18. Oktober. OV-Digitalkunden sind früher informiert als andere. Denn bereits ab 19 Uhr können Sie in der neuen OV-App die Top-News des Tages in voller Länge lesen, noch bevor die Heimatzeitung überhaupt gedruckt ist. Immer mehr Möglichkeiten in immer kürzerer Zeit. News auf allen Kanälen. Ein Interesse. 1000 Treffer. Doch was ist wirklich wichtig? Was kann ich glauben? Was sind all diese Informationen wert? Je mehr es davon gibt, desto mehr wächst auch der Wunsch nach Orientierung. Nach glaubwürdigen Artikeln aus erster Hand. Ausgewählten Themen, die wirklich interessieren, egal wo sie stehen. Und nach einer Berichterstattung, die alle Seiten betrachtet.
Das ist es, was meine Zeitung stark und einzigartig macht. Weil jedes Wort Hand und Fuß hat. Mich mitreden lässt. Meinen Blick erweitert. Uns verbindet. Weil jedes Wort das Wichtigste aus Tausenden ist. Deswegen ist meine Zeitung jedes Wort wert.1241 neue Studenten durfte die Universität Vechta in diesem Jahr begrüßen. Los ging es dabei mit einer Orientierungswoche und da habe auch ich mit der Videokamera vorbeigeschaut. Also die Veranstaltungswoche ist in dem Sinne einfach, um Leute kennenzulernen, total gut. Ne? Man wird in kleine Gruppen eingeteilt, hat dadurch die Möglichkeit, halt in kleinen Kreisen schon mal ein bisschen Bekanntschaften zu schließen und ist dann ein bisschen gewappnet schon mal auf das, was halt nächste Woche auf einen zukommt dann. Ne? Deswegen ist super, man lernt die Uni ein bisschen kennen, weiß, wo die Räume ungefähr sind. Bringt schon viel, was das angeht. Ne? Einfach, um nicht ins kalte Wasser zu springen zu müssen. Das ist zwar klein, aber fein. Und man hat das Gefühl, man kennt sich gegenseitig. Aber es ist irgendwie, ja, es ist doch schon viel auf einmal. Wenn man jetzt, ich habe zum Beispiel nicht ganz so eine leichte Anreise. Und dann ist es nicht so ganz einfach, wirklich dann alles aufzunehmen und sich dann noch zu kümmern. Dann muss man wieder zurück und wir fangen knapp eine Stunde. Und das ist dann schon, ja, viel Input auf einmal, ja. Fernat in Damme ist das Magazin für Damme, Holdorf, Steinfeld und auch Neunkirchen-Vörden. Was für ein Gefühl das ist, sich selbst einmal auf so einem Titelblatt von einem Magazin zu sehen, das verrät uns jetzt das Zahnarzt-Ehepaar Ossada aus Damme. Voll krass! Ich war schon so aufgeregt, weil ich jetzt wusste, dass die bald rauskommt. Und jetzt sehe ich das und denke, boah, geil, bunt, rosa, coole Farben. Und ja, das sind wir. Wir wurden ganz nett gefragt und dann haben wir uns einfach gedacht, weißt du was, da sind wir mit dabei. Und Damme ist sowieso kunterbunt und hier ist eigentlich immer was los. Und dann dachten wir, wisst ihr was, wir machen hier mit. Und es ehrt einem ja schon, wenn man jetzt so ein Magazin in der Hand hat und sieht sich so auf die Titelstory und denkt nur, wow. Ja, also man ist schon stolz. Fernat in Damme. Dreimal im Jahr, alle 4 Monate neu. Das Magazin wird über die Oldenburgische Volkszeitung an alle Haushalte in Damme, Holdorf, Steinfeld und Neunkirchen-Vörden verteilt. Außerdem ist Fernat in Damme als E-Paper auf ov-digital.de erhältlich. Und nicht nur Fernat in Damme findet ihr auf ov-digital.de, sondern auch alle unsere anderen Zeitungen und Magazine. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich schon auf die nächste Woche.